ist es und wie schön, wenn Schwestern und Brüder in Eintracht beisammen sind. Das trifft für den heutigen Anlass zu, bei dem wir, Bischof Johannes Baptista Sproll aus der Nachbardiözese Rottenburg-Stuttgart, als bekennenden Christen, Priester und Bischof ehren wollen. Und so heiße ich als Bischof von Augsburg alle ganz herzlich hier in Ursberg willkommen, die Sie heute hierher gekommen sind. An erster Stelle Herrn Bischof Gebhard Fürst, schön, dass du gekommen bist. Wir treffen uns sonst oft nur auf Sitzungen, aber heute mal Gottesdienst feiern und ein bisschen reden miteinander, auch das tut gut. Ich begrüße auch den Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann. Schön, dass Sie hierher gekommen sind und so den Bekennerbischof aus Ihrem Ländle in unserem Freistaat die Ehre geben. Ebenso herzlich begrüße ich die bayerische Staatsministerin für Europaangelegenheiten und Internationales, Melanie Hummel, in unserer Mitte als Vertreterin der bayerischen Staatsregierung. Als weitere Vertreter der Politik heiße ich willkommen unter anderem den Landtagsabgeordneten Maximilian Deisenhofer, den Landrat des Landkreises Günzburg, Dr. Hans Reichardt, sowie den zweiten Bürgermeister von Ursberg, Anton Jeckle. Nicht vergessen darf ich die Schwestern der St. Josefs Kongregation, die mit Bischof Sproll in enger Verbindung standen und, denke ich, geistig immer noch stehen. Allen voran Frau Generaloberin Schwester Katharina, die ehemaligen Generaloberinnen und Mitglieder des Generalrates sowie die Konventoberin in Krummbad, Schwester Dagmar. Alle, die jetzt nur per Internet mit uns verbunden sind, feiern Sie gerne heute mit. Ich freue mich, dass Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums von Ursberg nicht nur ausgiebig sich mit Bischof Sproll beschäftigen, das ist ganz, ganz toll in der heutigen Zeit, sondern dass Sie heute in verschiedenen Diensten hier mitwirken, als Ministrantin und Ministrant im Lektorendienst und in der Musik. Besonders danke ich dafür Herrn Andreas Merz, unserem Schulleiter. Und viele haben Zeit und Kraft investiert, um die geschichtlichen Ereignisse hochzuhalten und Bischof Sproll zu ehren. Ich begrüße Herrn Antretter und Herrn Dr. Broch. Außerdem ist die Familie von Bischof Sproll anwesend, Herr Anton Sproll und weitere Familienmitglieder. Sproll ist nie aus den Angehörigen herausgefallen, er ist zu seinen Wurzeln gestanden. Und es ist schön, dass auch die Kirche hier präsent ist, stellvertretend für die verschiedenen Vertreter begrüße ich meinen lieben Freund, Weihbischof Emeritus Josef Grünwald. Ich heiße willkommen den Direktor des Dominikus Ringeisenwerkes, Herrn Walter Merkt. Und natürlich die Medien, die es möglich machen, diese Übertragung und auch danach in Artikeln dieses große Ereignis heute entsprechend zu würdigen. Und jetzt bitte ich dich, lieber Bischof Gebhard, den Gottesdienst zu eröffnen und mit uns Eucharistie zu feiern. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Friede sei mit euch. Liebe Schwestern, liebe Brüder, es ist ein Trost für uns in dieser Zeit, dass in allen Zeiten, wenn wir miteinander Eucharistie feiern, Jesus Christus als der auferstandene Herr gegenwärtig ist. Wir brauchen seine Gegenwart, seinen Geist, der uns diese Zeit bestehen lässt, seinen Geist, der uns immer wieder neu gesendet wird. Jesus Christus, der Auferstandene, ist mitten unter uns und wird uns seinen Geist senden. Bitten wir um sein Erbarmen. Thank you.
Es erbarme sich unser der gute und der lebendige Gott. Er lasse uns unserer Schuld nach. Er führe uns ins ewige, ins wahre Leben. Amen. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, durch das Lebenszeugnis von Bischof Johannes Baptista Sproll hast du viele Menschen in einer Zeit schwerer Not aus der Finsternis in das Licht der Wahrheit gerufen. Gib auch uns die Kraft, dir im Glauben treu zu bleiben und die Hoffnung zu bewahren, die uns das Evangelium gibt. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und wirkt in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Römer. Brüder und Schwestern, ist Gott für uns, wer ist dann gegen uns? Er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer kann die Auserwählten Gottes anklagen? Gott ist es, der gerecht macht. Wer kann sie verurteilen? Christus Jesus, der gestorben ist, mehr noch, der auferweckt worden ist, sitzt zur Rechten Gottes und tritt für uns ein. Was kann uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Not oder Verfolgung? Hunger oder Kälte? Gefahr oder Schwert? In der Schrift steht, um deinetwillen sind wir den ganzen Tag dem Tod ausgesetzt. Wir werden behandelt wie Schafe, die man zum Schlachten bestimmt hat. Doch all das überwinden wir durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Gewalten der Höhe oder Tiefe noch irgendeine andere Kreatur können uns scheiden von der Liebe Christi, von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Thank you.
sei mit euch. Mit deinem Geist. Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Gebt Acht, dass euch niemand irreführt. Denn viele werden unter meinem Namen auftreten und sagen: Ich bin der Messias. Und sie werden viele irreführen. Ihr werdet von Kriegen hören und Nachrichten über Kriege werden euch beunruhigen. Gebt Acht, lasst euch nicht erschrecken. Das muss geschehen, es ist aber noch nicht das Ende. Denn ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Reich gegen das andere. Und an vielen Orten wird es Hungersnöte und Erdbeben geben, doch das alles ist erst der Anfang der Wehen. Dann wird man euch in große Not bringen und euch töten, und ihr werdet von allen Völkern um meines Willen gehasst werden. Dann werden viele zu Fall kommen und einander hassen und verraten. Viele falsche Propheten werden auftreten und sie werden viele irreführen. Und weil die Missachtung von Gottes Gesetz überhand nimmt, wird die Liebe bei vielen erkalten. Wer jedoch bis zum Ende standhaft bleibt, der wird gerettet. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Wenige Monate her, seit ich selbst vor der Entscheidung stand, mir einen Wahlspruch für mein bischöfliches Wirken zu suchen. Und so bin ich sensibel für das Motto, das sich Johannes Baptista Sproll nach seiner Bischofsernennung gegeben hat. Fortiter in fide, standhaft, tapfer, fest im Glauben. Wenn wir das ganze lateinische Wort Feld, das damit verbunden ist, ausschreiten, öffnet sich ein weites Panorama. In der Fortitudo stecken Stärke, Standhaftigkeit und Festigkeit, ja auch Unverrückbarkeit mit einem Hang zur Sturheit, die Schwaben durchaus nachgesagt wird. Freilich stets in der Kontingenz des Lebens. Und diesen Charakterzug merken wir auch, wenn wir das Porträt von Bischof Sproll anschauen. Auch Force, der Zufall, klingt mit, was wiederum mit Forte, zufällig, vielleicht in Verbindung steht. Und schließlich spannt sich der Bogen zur Fortuna, dem launischen Glück, dem Schicksal, das sich zuträgt, ohne dass wir viel dazu tun könnten. Ja, in seiner Fortuna, dem Schicksal, war der Bischof gefordert, seinen Wahlspruch einzulösen im Leben. Fortiter in fide hat sich in seinem Leben gleichsam durchdekliniert. Die ersten 11 Jahre waren eine starke Zeit des Aufbruchs und Gestaltens. Dann folgten 7 Jahre der Verbannung und Demütigung, hauptsächlich im Sanatorium Krummbad, wo wir ja nachher noch hingehen, und schließlich die letzten 4 Jahre als Abrundung und Krönung, schon gezeichnet von Krankheit und Abschied. Liebe Schwestern und Brüder, ich frage mich manchmal, wie mag es dem Bischof wohl ergangen sein, als Demonstranten vor seinem Palais aufmarschierten, Steine in die Fenster warfen und skandierten: Schickt den Bischof in die Wüste. Bischof Sproll wurde tatsächlich in die Wüste geschickt. Von einigen Unterbrechungen abgesehen, hielt er sich seit 1938 außerhalb seines geliebten Bistums auf, vorwiegend in Krummbad. Und hier fühlte er sich ähnlich, wie es der ihm bekannte Jesuit Pater Rupert Mayer, übrigens auch aus Württemberg gebürtig, für sich in Ettal sagte: Lebendig bin ich ein Toter. Doch aus dieser Wüste der Einöde von Krummbad
wurde geistlich fruchtbares Land. Wie ist es dazu gekommen, dass der Bischof von Rottenburg nach Krumbad musste? Bischof Sproll nimmt in seiner Kritik an der braunen Ideologie kein Blatt vor den Mund. In Predigten, bei Jugendtagen und religiösen Versammlungen mit bis zu 20.000 Teilnehmern, wir Bischöfe, lieber Gebhard, träumen manchmal von solchen Zahlen, auch wenn nicht Corona ist. Ja, da verurteilt Sproll Alfred Rosenbergs Mythos des 20. Jahrhunderts und die sogenannte Religion des Blutes und der Rasse. Analytisch messerscharf sah er darin eine Todfeindschaft gegen das Christentum und die Kirche, einen Selbsterlösungswahn, ja einen Generalangriff auf das Kreuz Christi und das Christentum. Für viele andere Beispiele zitiere ich einen Abschnitt aus der kraftvollen Predigt, die er schon am 5. Juni 1934, ein gutes Jahr nach Hitlers Machtergreifung, bei der Vollversammlung der Fuldaer Bischofskonferenz vor seinen Mitbrüdern und Tausenden von Menschen, die auf dem Domplatz versammelt waren, hält, wörtlich: Manche heben die Axt, um die Kirche des heiligen Bonifatius zu zertrümmern, das Kreuz aus dem Herzen des Volkes zu reißen. Daher das Bestreben, eine nationale deutsche Einheitskirche zu gründen, eine neue Religion, einen neuen Glauben zu schaffen. Aber eine Religion und einen Glauben nicht aus der Offenbarung, sondern aus Rasse und Blut, nicht eine Religion von oben, sondern von unten, einen Glauben ohne einen persönlichen Gott, ohne einen Gott außer uns und über uns, ohne Schöpfer der Welt, ohne einen ewigen Richter der Gewissen, ohne die unsterbliche Seele. Das Christentum, prophezeit er, wird schwere Stürme aushalten müssen gegen die angebliche Religion aus Blut und Rasse. Furchtlos sollt ihr, liebe Gläubige, festhalten an dem heiligen Erbe, das ihr von euren Eltern übernommen habt. Steht fest im Glauben, Wahlspruch, mahnt der Apostel im Blick auf die Judenpogrome und Morde vom November 1938, gibt Sproll selbstkritisch gegenüber der eigenen Kirche zu bedenken. Wir haben geschwiegen, als die Synagogen brannten, aber auch unsere Kirchen werden noch brennen. Das hätte er heute sagen können. Sein persönliches Schicksal entscheidet sich schon einige Monate früher. Sproll bleibt am 10. April 1938 der Volksabstimmung zum Anschluss Österreichs ans Deutsche Reich und der damit verbundenen Wahl der NSDAP-Liste in den Deutschen Reich Tag fern, auf der auch der schon erwähnte Alfred Rosenberg steht. Und so setzt Sproll sich ostentativ von der abwartenden Haltung oder gar der Kompromissbereitschaft seiner lieben bischöflichen Mitbrüder ab. Dieser Affront gegen die Machthaber mündet in gewaltsame Demonstrationen. Sproll und seine engsten Mitarbeiter sind in Rottenburg nicht mehr sicher. Als Volksverräter beschimpft, muss der Bischof das Weite suchen. Er hat sich nicht wie ein Fähnchen im Wind gedreht. Er hat weder klein beigegeben noch mit den Wölfen geheult, obwohl auch er sich lösen musste aus den Vorurteilen und nationalistischen Klischees, mit denen er aufgewachsen war. Als Ältestes von 14 Kindern hatte er sicher früh Gelegenheit, sich zu behaupten. Die Kindheit solcher Erstgeborener ist kurz, müssen sie doch oft Verantwortung für die Jüngeren tragen, ehe sie selbst den Kinderschuhen entwachsen sind. Alle Zeugnisse von Menschen, die ihn in der Jugend erlebten, stimmen darin überein, dass Bischof Sproll klar und unmissverständlich schwäbisch grad raus sagte, was Sache war. Er ließ nicht andere vorausgehen, sondern holte sich, und das nicht nur im übertragenen Sinn,
selbst einen blutigen Kopf. Sproll stand für den Glauben ein, für die Würde und das Lebensrecht jedes Menschen, ohne Wenn und Aber, auch hier ist er in Krumbart und Ursberg gut am Platz. Als einziger deutscher Bischof wurde er aus seinem Bistum vertrieben, musste mehrfach den Verbannungsort wechseln und ab 28. August 1938 erlebte er in Abgeschiedenheit und Krankheit, vor allem in Krumbart, das, was man lebendig begraben sein nennt. Auch wenn er nicht viel mehr tun konnte als beten, leiden und vertrauen, von der Bürde der Verantwortung wollte er sich nicht befreien. In seinem Dialekt gesprochen, ich bin der Bischof von Rotterburg und ich bleibe der Bischof von Rotterburg, soll er an Pfingsten 41 gegenüber Nuntius Cesare Orsenigo geäußert haben, der päpstliche Botschafter, der anlässlich Sprolls 25-jährigen Bischofsjubiläum von Berlin extra nach Krumbart kam, um den Bischof zum Rücktritt zu bewegen, Vatikan-Diplomatie. Bestimmt musste er dieses »Ich bleibe« öfter wiederholen, gerade gegenüber denen, die meinten, er solle doch Platz machen für einen anderen, konzilianteren, vielleicht geschmeidigeren Nachfolger. 7 Jahre Exil, 7 Jahre zum Schweigen, zur Tatenlosigkeit verurteilt, das erscheint wie eine lange Wüstenzeit. Im Rückspiegel betrachtet aber, waren diese Jahre wie große Exerzitien, in denen der Priester und Bischof Johannes Baptista in die Schule der Nachfolge Jesu ging. Auf der Via Dolorosa in einem kleinen Ort abseits der Weltgeschichte und doch geachtet und umsorgt von den Schwestern der St. Josefskongregation, die ihn mit Kompetenz und Umsicht betreuten. Besonders die damalige Oberin sei zu nennen, Schwester Gosberta, assistiert von Schwester Manfreda. Die haben oft Kurierdienste gemacht nach Ettal zu Pater Rupert Meyer und auch ins Ordinariat nach Rottenburg, sodass Bischof Sproll auch von Krumbart aus seine Diözese leiten konnte. Das Sanatorium Krumbart wurde für ihn zur leiblichen und geistlichen Oase. Meine lieben Schwestern und Brüder, worin besteht nun die Bedeutung Sprolls für uns Nachgeborene? In einem Sinngedicht an seine Leser wünscht der Dramatiker Gotthold Ephraim Lessing, wir wollen weniger erhoben und fleißiger gelesen sein. Auf Bischof Sproll bezogen, er möchte weniger verehrt und dafür eifriger nachgeahmt werden. Wie sehr ich dem Seligsprechungsverfahren, das Bischof Gebhard Fürst vor 10 Jahren eingeleitet hat, baldigen Erfolg wünsche, hoffentlich bald, so realistisch will ich sein. Was nützt uns ein weiterer Seliger, wenn wir als Christen heute nicht mehr Profil zeigen? Sproll trat nach dem Ersten Weltkrieg dem Friedensbund deutscher Katholiken bei. Wie zeigt sich unser Einsatz für den Frieden? Sproll nannte Unrecht beim Namen. Wo machen wir faule Kompromisse? Sproll rief nach der Kapitulation, als Deutschland in Trümmern lag und viele sich in ihren Idealen getäuscht und missbraucht sahen, zur Versöhnung auf. Was bedeutet uns Integration? Soziale Gerechtigkeit zwischen Einheimischen und Geflüchteten, zwischen Christen, Angehörigen anderer Religionen und auch Religionslosen. Was heute oft als Alternative für Deutschland präsentiert wird, führt eher zu Isolation und Abgrenzung, zu Spaltung und Spannung, auch in der Gesellschaft. Das ist der Weg der Kirche nicht. Blättern wir am Ende noch zurück zum Fronleichnamsfest 1945. Es war der 14. Juni.
Es ist der 18. Jahrestag der Intronisation als Bischof von Rottenburg. In einem feierlichen Zug wird Johannes Baptista Sproll erneut von vielen tausend Menschen nach einer Station in Ulm zum Rottenburger Dom geleitet. Wie ein kleiner Papst saß er auf der Sedia Gestatoria. Nach 7 Jahren erzwungener Abwesenheit aus seiner Diözese ist die Rückkehr von Grumbart in seine Bischofsstadt eine mächtige Dankprozession, die einmündet in einer Art Neuintronisation auf seiner Kathedra. Jubelnde Menschen stehen Spalier. Frage: Wo sind die hin, die Jahre zuvor gegen ihn demonstrierten und ihn massiv bedrohten? Dieser neue Einzug des Bischofs, der schon von schwerer Krankheit gezeichnet ist, markiert einen Anfang. Die Trümmer, die der Krieg nicht nur in den Dörfern und Städten, sondern vor allem in den Herzen vieler Menschen hinterlassen hat, sie müssen aufgeräumt und beseitigt werden. Neuaufbau ist dran. Seelsorge hat oberste Priorität. Das ist ein Vermächtnis, das Bischof Sproll auch uns ins Stammbuch schreibt, die wir oft meinen, durch Verwaltung und Digitalisierung den kirchlichen Betrieb optimieren zu können. 2 Sätze, die Bischof Sproll im Hinblick auf den Wiederaufbau kurz und bündig sagte, lauten: Ohne Liebe, ohne Caritas gibt es keinen christlichen Glauben, und mein Dombau ist der Wohnungsbau. Damit hat Bischof Sproll Prioritäten gesetzt, die nachklingen. Bis heute suchen wir deshalb in Rottenburg einen großen Dom vergeblich. Das Bistum hat andere Prioritäten. Mit dem Bischof wollen die Gläubigen ihrem Patron nacheifern, dem heiligen Martin, der im Krummstab auch verewigt ist. Das ist der Stab von Sproll. Ja, der heilige Martin ist Modell, ein Vorbild des Teilens, gestern und heute. Amen. Unser Leben liegt in Gottes Hand. Aus diesem Vertrauen heraus wenden wir uns mit unseren Bitten an den lebendigen Gott. Gott und Herr, komm uns zu Hilfe. Bischof Sproll wählte sich als Wahlspruch für seinen bischöflichen Dienst: Fortiter in fide, standhaft, tapfer im Glauben. Steh allen Getauften bei, in den Familien, in der Schule, am Arbeitsplatz, in der Politik und Wirtschaft und in anderen Bereichen des Alltags zu bekennen, dass du die Mitte ihres Lebens bist. Gott und Herr, komm uns zur Hilfe. Bischof Sproll trat nach dem Ersten Weltkrieg dem Friedensbund der deutschen Katholiken bei. Steh allen bei, die verfolgt und unterdrückt werden. Erbarme dich der Opfer von Krieg, Terror und Gewalt. Lenke unsere Schritte auf den Weg des Friedens, damit wir Hass und Neid überwinden. Gott und Herr, komm uns zur Hilfe. Bischof Sproll nannte Unrecht beim Namen. Stärke alle, die gegen Ungerechtigkeit kämpfen, und erfülle sie mit dem Geist des Friedens, der Unerschrockenheit und der Ausdauer. Gott und Herr, komm uns zu Hilfe. Bischof
Bischof Sproll rief nach Kriegsende zur Versöhnung auf. Gib allen, die sich entzweit haben, Kraft zur Versöhnung. Bewahre uns selbst vor Gedanken der Rache und Vergeltung. Lass uns mit Andersdenkenden respektvoll das Gespräch suchen und im Fremden dein Wirken erkennen. Gott und Herr. Komm uns zu Hilfe. Treuer Gott, wir vertrauen darauf, dass uns nichts von deiner Liebe trennen kann. Dafür loben und preisen wir dich durch Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen. Lasset uns beten. Barmherziger Gott, wir feiern an diesem Altar das Werk, das Christus in seiner Liebe für uns getan hat. Nimm die Gaben deines Volkes an und gib, dass wir nach dem Beispiel von Bischof Sproll feststehen in der Liebe zu dir und zu den Menschen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Erhebt eure Herzen. Wir haben sie bei Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater, in diesen Tagen freudig zu danken, da unser Osterlamm geopfert ist, Jesus Christus. Das Alte ist vergangen, die gefallene Welt erlöst, das Leben in Christus erneuert. Darum preisen wir dich
in österlicher Freude und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott. Alle deine Werke verkünden dein Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Untergang. Darum bitten wir dich, allmächtiger Gott, heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot, sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Was wir hier feiern, ist das Geheimnis unseres Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, an deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes.
Erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er mache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und Märtyrern und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch diese schwierige Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Gastbischof Gebhardt und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone, Ordensleute und Missionare, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Erbarme dich unserer verstorbenen Brüder und Schwestern, ganz besonders unseres Bruders Bischof Johannes Baptista Sproll und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir wollen miteinander das Gebet beten, das Jesus selber uns zu beten gelehrt und aufgetragen hat, zu beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allem Bösen. Gib Frieden und Heil in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt, zu allen, die aus seinem Geist zu leben versuchen, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. So bitten wir um den Frieden in dieser friedlosen Welt, die von Hass und Krieg erfüllt ist. Herr Jesus Christus, schau nicht auf unser Versagen, auf unsere Sünden, sondern schau auf den Glauben deiner Kirche. Schenke ihr uns allen nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geist. Geben wir einander ein Zeichen, dass wir einander den Frieden wünschen.
Seht, Christus, das Lamm Gottes, er nimmt hinweg die Schuld dieser Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Kommt und seht, wie gut der Herr ist, der Leib Christi.
Lasset uns beten. Herr unser Gott, durch die Kraft dieses Sakramentes stärke uns in der Wahrheit, damit wir durch Wort und Werk den Glauben bezeugen, den Bischof Sproll unermüdlich verkündet und für den er sein Leben eingesetzt hat. Darum bitten wir durch Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen. Liebe Schwestern, liebe Brüder, wir werden nun drei Grußworte hören. Ich freue mich, dass Ministerpräsident Kretschmann, Staatsministerin Melanie Hummel und Generaloberin Katharina Wildenburger zu uns sprechen werden. Ich darf Sie bitten. Sehr geehrter Herr Bischof Dr. Mayer, sehr geehrter Herr Bischof Dr. Fürst, sehr geehrte Frau Generaloberin, verehrte Frau Staatsministerin, meine Damen und Herren. Seid stark im Glauben, seid tadellos im Wandel, seid selbstständig im Urteil. Mit diesem Satz hat Bischof Johannes Baptista Sproll die Menschen immer wieder ermuntert. Um nachzuvollziehen und nachvollziehen zu können, was dieser Satz für Sproll bedeutete, um einschätzen zu können, welches Gewicht er hatte, müssen wir uns zunächst in die damalige Zeit hineinversetzen, in die Zeit Ende der 1920er, Anfang der 1930er Jahre, eine wirtschaftlich und politisch aufgewühlte Zeit, verbunden mit einer wachsenden Radikalisierung der Bevölkerung und extremen politischen Bewegungen, die immer stärker wurden und die immer größeren Zulauf erhielten, hier vor allem die Nationalsozialisten. Auch der Rottenburger Oberhirte las damals die Schriften von Adolf Hitler oder des NS-Ideologen Alfred Rosenberg und kam zu einem sehr klaren Schluss, dass der Nationalsozialismus mit dem Christentum nicht vereinbar ist. Daraufhin hat er seine Stimme erhoben, vor den Gefahren des Nationalsozialismus gewarnt, vor der Propaganda, Hetze und Brutalität der politischen Auseinandersetzung, vor der zersetzenden Kraft der Nazis. Die Nazis versuchten, das christliche und religiöse Leben immer mehr zu beschneiden und das Wirken der Kirche immer stärker einzuschränken. Ihre totalitäre Ideologie, die in Terrorstaat endete, versuchte, alles Widerständige auszumerzen und alles gleichzuschalten. Es wurde schwieriger und schwieriger, den Geist des Evangeliums in Politik und Gesellschaft einzubringen und in diesem Sinne seelsorgerisch tätig bleiben zu können. Und Sproll sah sich immer öfter genötigt, gegen kirchenfeindliche Aktionen Eingaben zu machen und zu protestieren, vor allem wenn sich diese gegen die katholische Jugendbewegung richteten. Das Klima war politisch hochbrisant, aufgeladen von persönlichen und verbalen Anfeindungen, aber auch mit physischer Gewalt auf den Straßen. In dieser Situation traf Sproll eine klare Entscheidung, den Rassenwahn der Nazis klar und deutlich anzuprangern, die nationalsozialistische Feindschaft gegen die christliche Religion in aller Öffentlichkeit zu kritisieren. Wir haben es ja gehört von Bischof Mayer, wie er ganz öffentlich in Fulda dazu
sein Wort erhoben hat. Sproll hatte den Mut, sich offensiv dem Konflikt mit dem Regime zu stellen. Seine Kritik wurde über die Jahre lauter und in den Augen der Nazis auch gefährlicher und bedrohlicher. Nachdem er der Volksabstimmung zum Anschluss Österreichs am 10. April 1938 aus Gewissensgründen ferngeblieben war, kam es zu einem Ermittlungsverfahren gegen ihn wegen Heimtücke. Bischof Sproll wollte mit seinem Wahlboykott deutlich machen, dass er die Koppelung der Volksabstimmung über den Anschluss Österreichs mit der Volksabstimmung über den Großdeutschen Reichstag und mit der Zustimmung für die Liste unseres Führers Adolf Hitler, wie auf dem Stimmzettel vermerkt, nicht zustimmen konnte. Er konnte es nicht mit seinem Gewissen vereinbaren, durch die kombinierte Abstimmung seine Stimme für ihm bekannte Gegner und Feinde der Kirche und der Christenheit zu geben. Der Druck auf Sproll wurde weiter erhöht, gipfelte in der Ausweisung des Rottenburger Oberhirten aus seiner Diözese. Hat fast 7 Jahre lang, wir haben es ja geschildert bekommen, die Diözese aus dem Exil geleitet, so gut es ging und soweit es seine fortschreitende Krankheit zuließ. Johannes Baptista Sproll war ein politischer Mensch. Er war Abgeordneter und zum Schluss durch das Zentrum in die verfassungsgebende Landesversammlung des Freien Volksstaates Württemberg entsandt. Für ihn war die Religion kein Rückzugsort oder geistiges Refugium, sondern ein Antrieb, in die Gesellschaft zu wirken und für die Werte des Christentums einzutreten. Er hat immer wieder deutlich gemacht, dass es darum gehe, sich im Sinne der eigenen Werte in Staat und Gesellschaft zu engagieren. Und dass Christentum aktives Engagement bedeutet, gerade dort, wo staatliche Entscheidungen fallen, die das Leben der Menschen beeinflussen oder gar beeinträchtigen. Bischof Sproll hat mit seiner Haltung in der NS-Zeit und seiner Verweigerung ein starkes Zeichen gesetzt. Er hat sich nicht einschüchtern lassen, er widerstand dem Unrecht unerschrocken, mutig und unbeugsam. Und dadurch ist er zum Vorbild geworden. Für uns alle. Wir leben heute in einer Demokratie und einem Rechtsstaat. Die Väter und Mütter des Grundgesetzes haben aufgrund solcher Erfahrungen, wie sie unser Bekennerbischof Sproll in der Nazi-Diktatur hat machen müssen, eine Verfassung geschaffen, die Freiheit und Menschenwürde zu ihren Fundamenten zählt. Die Religionsfreiheit und ungestörte Ausübung der Religion garantiert sie. Sie nimmt für sich in Anspruch, keinen Gläubigen in den fundamentalen Konflikt zu bringen, ob er Gott oder der Obrigkeit gehorchen soll. Denn alles politische Handeln ist an die Grundwerte wie Menschenwürde und Menschenrechte gebunden. Aber auch heute wird wieder an diesen Fundamenten gerüttelt. Wenn die Würde des Menschen und unsere Werte in Frage gestellt werden, wenn unsere Demokratie von innen und außen angegriffen wird, wenn gehetzt wird und Aggressionen sich breit machen und die Verrohung der Sprache zunimmt, den Mut von Bischof Sproll gegen ein totalitäres Regime. Dieser Mut wird uns heute nicht mehr abverlangt und die meisten von uns wären wahrscheinlich gar nicht so mutig wie er. Aber Zivilcourage, das kann doch und sollte doch jeder einbringen. Diesen Mut sollte jeder haben, sich leidenschaftlich für unsere demokratische Ordnung einzusetzen, sie gegen die alten und neuen Feinde der offenen Gesellschaft zu verteidigen,
selbst wenn man dadurch auch Hass und Anfeindungen ausgesetzt ist. Denn so sehe ich das, nur wenn wir mit Zivilcourage dem Bösen widerstehen, solange es noch klein ist, können wir verhindern, dass wir wieder dorthin kommen, wo Bischof Sproll geendet hat, in Verfolgung und Unterdrückung. Das bedeutet erstmal nur nicht weghören, nicht wegschauen, wenn Dinge gesagt werden, die nicht gesagt werden sollen. Damit fängt es an, diesen Mut an seinem Arbeitsplatz, in seiner Umgebung, überall aufzubringen. Dazu gehört nicht viel, aber es ist doch ein Schritt, den man machen sollte. Darum bleibt Bischof Sproll auch heute noch ein Vorbild, nicht nur für uns Christen, sondern für jeden aufrechten Bürger und Demokraten. Bischof Sproll steht aber auch dafür, warum Kirche nicht anders als politisch sein kann. Katholisch und ökumenisch, also eine Kirche, die für die Welt und für alle da ist. Das meint das ja wohl. Als eine von Gemeinschaften in der Gesellschaft, die die Werte wie Gewissensfreiheit und Solidarität und die Verbindlichkeit dieser Werte lebendig hält. Denn jeder Staat lebt aus den moralischen und sozialen Qualitäten und Quellen seiner Gesellschaft. Wir brauchen diesen aktiven Beitrag der Kirchen zum Zusammenhalt unserer Gesellschaft. Ihre Grundvollzüge, Martyria, Leiturgia, Diakonia, Zeugnis ablegen, Nächstenliebe üben. Ja, das sind die, glaube ich, ganz entscheidenden Fragen, aber eben auch Zeugnis ablegen, wofür er ja besonders steht. Und Johannes Baptista Sproll hat uns nämlich in den dunkelsten Stunden der deutschen Geschichte ein leuchtendes Beispiel, was es bedeutet, nach diesen Grundvollzügen zu leben. Werte Exzellenzen, lieber Bischof Dr. Fürst und lieber Bischof Dr. Mayer, sehr geehrte Generaloberin, lieber Ministerpräsident, werte weiteren Gäste des Gedenkgottesdienstes. Erstmal ganz herzliches Dankeschön für diesen ermutigenden Gottesdienst. Mir hat er sehr viel auch gebracht, weil ich glaube, es ist immer wieder wichtig, gerade auch in diesen Corona-Zeiten, dass wir Gemeinschaft erleben dürfen. Und die Gemeinschaft des Glaubens ist etwas ganz Starkes und ist für mich persönlich auch etwas sehr Ermutigendes und Stärkendes. Und deswegen herzlichen Dank, dass ich heute hier dabei sein darf. Ich darf Ihnen von sozusagen bayerischer Seite auch an das Gedenken an den großen deutschen Bischof Johannes Sproll beiwohnen. Und ich freue mich auch, dass die Familie Sproll, Angehörige, heute dabei sind. Ich darf die herzlichsten Grüße unseres Ministerpräsidenten Dr. Markus Söder überbringen, der mich gebeten hat, heute dabei zu sein. Und ich habe sehr, sehr gerne zugesagt, weil es für mich als bekennende Christin wichtig ist, den Glauben auch zu leben und zum Zweiten auch zu gedenken an diejenigen, die mit Vorbildcharakter vorangegangen sind, in Zeiten, wo es leichter gewesen wäre, dem Mainstream mitzugehen, wo Persönlichkeiten gerade auch in der Kirche immer wieder da sind, die eben aufstehen und standhaft sind, die eben auch Nein sagen und nicht einfach nur mitgehen. Ich denke da zum Beispiel auch an Sophie Scholl, die vor ein paar Tagen 100 Jahre alt geworden wäre.
Und ich glaube, wir sind uns alle einig. Wir müssen uns immer an die dunkelsten Kapitel unserer Geschichte erinnern. Aber wir dürfen und sollen uns auch an die erinnern, die mit ihrem großen Mut in dieser Zeit die Werte der Menschlichkeit hochgehalten haben und die eben Vorbildcharakter haben, die standhaft waren, die tapfer waren, die Stärke auch aus dem Glauben heraus hatten. Und Bischof Sproll war einer dieser Menschen, die eben die Werte der Menschlichkeit ganz klar gezeigt haben. Und er hat eben keine Gelegenheit gescheut, unmissverständlich seine tiefe Ablehnung des menschenverachtenden Ideologie des Nationalsozialismus kundzutun. Wohlwissend, was das auch für ihn bedeutet. Und Bischof Sproll hat es gewagt, Nein zu sagen, in einer Zeit, wo es eben viel leichter gewesen wäre, Ja zu sagen. Lieber Ministerpräsident Kretschmann, ich teile Ihre Auffassung. Es ist wichtig, dass auch wir jetzt immer wieder aufpassen, Nein zu sagen und an der richtigen Stelle auch manchmal im Kleinen schon gut aufzupassen, wenn eben Hetze, wenn eben auch wieder Umgang miteinander ist, dass wir hier eben auch in unserem Alltag den Mut haben, hier entsprechend aufzutreten. Und bei Bischof Sproll ist es vor allem auch ein Satz, in dem das Nein unmissverständlich zum Ausdruck kommt. Wir haben es schon gehört, ich darf zitieren. Der Nationalsozialismus und das Christentum sind nicht vereinbar. Punkt. Zitat Ende. Ich glaube, diese Klarheit, diese Deutlichkeit, die beeindruckt mich, die in diesem Satz auch da ist. Und deutlicher, als er es formuliert hat, kann ein Bekenntnis nicht sein, denke ich. Bischof Sproll war entschieden und klar. Er führte den freiheitlichen und befreienden Charakter des Evangeliums vor Augen. Und wir haben heute auch von seinem Wahlspruch einiges gehört, Fortita in fide. Standhaft, tapfer, mutig im Glauben. Und sehr verehrter Bischof Fürst, Sie hatten letztes Jahr im Gedenkgottesdienst gesagt, dass es eben Bischof Sproll nicht war, der seinen Glauben so öffentlich zur Schau getragen hat, der darüber gesprochen hätte. Aber ich glaube, dass er das auch gar nicht musste, weil er es einfach durch sein Handeln gezeigt hat, wo seine Haltung, sein Standpunkt ist. Und seine offene Ablehnung der Nazi-Diktatur gegenüber war für ihn eben auch dieser Inbegriff des Glaubens. Und wenn wir uns Gedanken machen, was bedeutet denn für uns dieser Wahlspruch Fortita in fide, was bedeutet das für uns, für jeden Einzelnen, dann ist es Ermahnung an uns selbst. Und ich bin überzeugt davon, dass unser Glaube uns auch immer wieder ermutigen kann. Ich bin überzeugt, dass jeder von uns auch schwache Momente kennt. Und gerade in diesen Momenten ist aber umso wichtiger, aus dem Glauben heraus auch zu handeln. Denn für uns Christen gibt es eben ein Trotzdem nicht die Hoffnung zu verlieren, ein Trotzdem weiterzumachen. Und ein trotzdem eben sich zu bekennen für das, was uns wichtig ist. Und daher die Kraft des Glaubens auch zu nutzen. Und nicht nur Stärke im Glauben, sondern auch Stärke durch den Glauben zu finden. Bischof Sproll ist da für uns sicherlich jemand, der Vorbildfunktion hat. Der diesen Mut und diese Zuversicht, die wir auch weiter transportieren sollten und mitnehmen sollten. Wenn mich persönlich im Moment sehr belastet, wenn ich diesen wieder präsenteren Antisemitismus sehe oder auch das, wie wir manchmal miteinander umgehen, dann glaube ich, ist es umso wichtiger, auch heute diese
Standhaftigkeit, diesen Mut im Glauben zu haben und ihn auch zu leben. Und in diesem Sinne wünsche ich uns alles, alles Gute und freue mich, dass es Menschen wie Bischof Sproll gegeben hat, die für uns Vorbild sein können. Vielen herzlichen Dank. Sehr geehrte Anwesende, liebe Herr Bischöfe, wir sind hier in Ursberg und Ursberg ist ein besonderer Ort in Bayern. Über Ursberg steht das Zeichen des Kreuzes. Da ist das romanische Kreuz der Prämonstratenser in unserer Pfarrkirche, das für viele Menschen ein Wallfahrtsziel in großer Not war und heute auch noch ist. Da ist das Kreuz in unserer Mutterhauskapelle, das unsere Mitschwester, Schwester Paula Seiler, angefertigt hat. Und dieses Kreuz in unserer Kapelle steht für das Wirken aller Schwestern der St. Josefs-Kongregation. Sie haben mit dem Priester Dominikus Ringeisen auf die Not der Menschen mit Behinderungen und deren Angehörigen geantwortet, indem sie an vielen Orten in Bayern Wohnheime, Schulen und Arbeitsstätten gegründet haben und heute noch gründen. Und so haben sie vielen Menschen in Not Heimat und Leben ermöglicht und ermöglichen es noch heute im Dominikus-Ringeisenwerk. Besonders schwere Jahre waren die Jahre des Nationalsozialismus, in welcher das Leben unserer Anvertrauten auch nicht mehr sicher war. Die Schwestern haben um jedes Leben einzeln gekämpft und keine Reisen gescheut und Fürsprache gesucht, auch bei den Bischöfen in München. Aber sie mussten zuschauen, wie 379 von den Anvertrauten Opfer der Euthanasie wurden. An diese Jahre will auch das Mahnmal bei uns unten im Klosterhof erinnern. Und über diesem Mahnmal ist ein kleines Kreuz, das sieht man kaum, aber in der Nacht, da leuchtet es. Und genau in der Nacht braucht man oft wahrscheinlich auch die Kraft des Kreuzes. Und wir sind hier in der Kapelle des Mutterhauses unserer Schwesterngemeinschaft und wir feiern hier jeden Tag unseren Gottesdienst und stehen unter diesem Kreuz mit einem Christus, der nicht tot ist. Es ist ein lebendiger Christus. Es ist ein Christus, der die Arme offen hat für die Menschen. So wollen auch wir Schwestern, auch wenn wir nicht mehr jung sind und nicht mehr so viele sind, wie wir früher waren, offen sein für die Menschen und für ihre Not. Wir tun es in kleinen Gesten und wir tun es mit unseren Gebeten. Und so ist die Brücke eigentlich zu Bischof Sproll geschaffen. Beide haben, oder wir Schwestern und Bischof Sproll, haben dem Leben dienen wollen, Leben, richtiges Leben ermöglichen wollen. Und Bischof Sproll hat am 12. Juni 1945, also fast genau vor 76 Jahren, Schwester Maria Gosperta Wochetzer, das war die damalige Oberin, ein Kreuz zum Dank geschenkt. Es ist ein Kreuz, also als Dank für die schwersten Jahre, die er wahrscheinlich in seinem Leben durchgemacht hat, wo er sieht, dass Not da ist, dass man handeln sollte, dass man also irgendwie aktiv werden sollte und er zu einer Inaktivität verurteilt war, aufgrund seiner Krankheit und aufgrund seines Exils. Denke ich mir immer, das sind bestimmt die schwersten Jahre. Vorhin hat der Herr Bischof Meyer, glaube ich, gesagt, das Grab, lebendig begraben ist im Grumbad. Das waren vorhin ihre Worte. Und dieses Kreuz, das er den Schwestern geschenkt hat,
ist geschmückt mit roten und grünen Perlen. Genauso wie das Kreuz bei uns im Mutterhaus. Sind ja untypische Farben für ein Kreuz, ein rotes Kreuz mit einem grünen Christus. Die Farben des Lebens und der Liebe. Und das vereint auch wieder dieses Kreuz mit uns. Und deswegen freut es mich und ist es mir eine Ehre, Ihnen heute hier an diesem Ort, lieber Herr Bischof Fürst, dieses Kreuz von Bischof Spreu wieder zurückzugeben, damit es in seiner Heimatdiözese davon erzählt, vom Mut und vom Glauben des Bischofs Sprolls. Und damit auch erzählt, ja, vom Leben und von der Liebe Jesu zu uns Menschen, gestern, heute und morgen. Ja, liebe Schwestern, liebe Brüder, ich bin ja gerührt und hoch erfreut für dieses Geschenk. Es gibt Zeugnis von der Stärke, von der Glaubenskraft von Johannes Baptista Sproll. Aber dieses Kreuz gibt auch Zeugnis von den Schwestern hier, die ihn über so viele Jahre begleitet und umsorgt haben. Deshalb möchte ich aus diesem Anlass dieses Geschenkes und unseres heutigen Gottesdienstes auch der ganzen Schwesterschaft hier von Herzen danken, nicht nur ich persönlich, sondern unsere ganze Diözese Rottenburg ist dankbar, dass sie über viele Jahre hinweg Johannes Baptista Sproll Herberge gegeben und ihre Liebe geschenkt haben. Haben Sie ganz, ganz herzlichen Dank, vergelt's Ihnen Gott. Und ich darf mich auch bedanken beim Ministerpräsidenten für sein Wort und bei Ihnen, Frau Staatsministerin, für Ihr Wort. Es ist gut, wenn auch der Staat mit seinen Repräsentanten hier ist, denn es ist in der Tat so, dass Bischof Sproll nicht seinen Glauben in sich hineingeschlossen hat, sondern dass er aus diesem Glauben gelebt hat, auch diesen Widerstand geleistet hat. Deshalb ist es gut, dass wir als Staat und Kirche an diese große Persönlichkeit denken. Nun wollen wir Gott für uns um seinen Segen bitten. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Der Name des Herrn sei gepriesen. Von Namen unsere Hilfe ist im Namen des Herrn. Und so segne und behüte und begleite euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Nun geht und bleibe dem Frieden.